Die Sendung wird präsentiert von Zurbuchen AG am Likon. Ihr Spezialist für Büro- und Objekteinrichtung. Zurbuchen.com. Ja, für die heutige Gabarat. Der Klibi haben wir jetzt gehabt. Ja. Was ist er? Klibi und Caroline. Ja, also, das ist wirklich eine Fernsehfigur, wie es nicht mehr so schnell gibt. Aber es war natürlich auch eine spezielle Zeit gewesen. Und er verbindet mich mit unglaublich vielen Erinnerungen. Also wenn du die ganze Family an einem Samstagabend zusammengebracht hast und alle sind gespannt gewesen und lachen nachher über das Gleiche. Also ich meine, dass, wenn du das herbringst, ich verneige mich vor ihm. Ja, und er ist ja über und nach bekannt worden, 1977, bei einem Teleboy-Auftritt. Und wir können sonst gerade mal da hineinschauen, wie das dort mal ausgesehen hat. Was hast du noch gemacht? Im Zoo. Im Zoo bist du gewesen? Was hat er für dir gesehen? Was hat er für dir dort gehabt? Kamele! Kamele, so! Und was noch mehr? Esel! Ist keine da. Auch frech natürlich, ja, sehr frech. Und eben über Nacht bekannt worden, durchgezogen. Ja. Und jetzt bei seinem 70. Geburtstag 2020, an Weihnachten, hat er gefunden, ich höre auf in dem Sinn. Was denkst du, wie viele Platten hat er verkauft? Keine Ahnung, ich meine, der hat sicher mehr als eine Million. Ja. Aber ist tatsächlich. Schon, tatsächlich, aber das ist sehr viel, oder? Ja, genau. Und heute haben wir die Chance, oder du vor allem, Geld zu mir als Mensch. Ich bin echt auf diesen Aspekt eben sehr gespannt. Oder? Wer ist er, die Figur, die ich natürlich immer in Verbindung bringe mit dem Rollen? Wie geht's euch? Gut? Uns geht's auch prima. Hey, das ist ja unglaublich, oder? Da denke ich mir jetzt auch gerade, das funktioniert einfach so gut. Es sind drei Männer, zwei Personen. Ja. Du bist eigentlich recht frech immer gewesen. Ja. Hä? Also immer. Immer, aber? Immer frech und anständig. Und anständig auch. Genau. Ja. Und nie untergürtelt. Nie untergürtelt. Das ist ein bisschen das Prinzip von uns. Und das war für uns hoch und heilig, dass wir das nicht machen. Hast du dich eigentlich einmal geschämt für irgendeinen Spruch? Ja. Im Nachhinein? Ja. Schon. Ich habe Leute gefragt, wie lange das geheiratet ist. Und am anderen Tag war die Scheidung. Aber ich hätte noch mehr recherchiert, ja. Und dann wäre das besser raus. Hey, was für ein Moment. Ich habe gemeint, du sagst in Pension. Ja, wir sind beide Senioren. Und wir machen jetzt immer, jede Woche, zweimal Senioren-Memory. Und das geht so? Jawohl, wir zwei gehen in den Keller runter. Mhm. Und wer zuerst den Eislager haben wollen? Jawohl. Der hat gewonnen. Okay. Und ich würde sagen, das wird wer das erste Mal gewonnen hat. Ich sage, ihr gehört ja nicht zu denen, die in den Keller gehen lachen. Nein, unbedingt nicht. Ey, das gibt ein Fernseh-Comeback heute. Ja. Das finde ich wirklich ein Ereignis. Cool, hä? Cool. Aber wir machen das Gespräch, Caroline, gell? Und da hätte ich eigentlich dich nicht unbedingt wollen dabei haben. Nee. Nein, dann geht er mit Sendung eine Stunde. Ja, genau. Alles klar, hä? Sie geht Schulaufgaben machen und wir sehen uns. Danke, dass es so möglich war. Okay. Bis dann. Wir hocken nachher, okay. Gell? Tschüss. Danke vielmals. Okay, klar. Herzlich willkommen zum Fenster zum Sonntagtag aus dem Hotel Seeburg zu Kreuzlingen, der Heimat, der näheren Heimat zumindest, vom Urs Klebi. Einfach schön, dass du da bist. Danke, wie gern, sehr gern kommst. Ich habe natürlich, wenn gerade Kreuzlingen ganz gespräuchlich. Deine Heimat, gell? Ja, meine Heimat. Also nicht so, dass du da im Schloss wohnst. Nein, ich kein Schloss. Aber da ganz in der Nähe. Ich bin Schlossgeist und so, aber ich wohne in Kreuzlingen. Haben wir dich eigentlich irgendwie im Ruhestand bei etwas Besonderem gestört, oder? Nein, gar nicht. Ich habe mich richtig gefreut auf heute und ja. Was hast du eigentlich für einen Ruhestand? Wenn man dem, gell, das ist so ein Wort, oder? Ja, man hat natürlich, was heisst Ruhestand? Es ist Unruhestand, kann man fast sagen. Man hat einen Haufen Sachen können erledigen, wo wir auch einfach liegen geblieben waren, oder?
Und ich konnte im Garten noch ein bisschen arbeiten, vielleicht ein bisschen intensiver als dort, wo man auf der Bühne gestanden ist und unterwegs war. Und ich hatte noch nie so einen aufgeräumten Keller. Also ich hatte keinen Plunder, aber vieles hat sich einfach aufgestaut. Man hat es gesammelt, vielleicht einmal und gesagt, man kann es dann irgendwann mal brauchen. Aber nach 3-4 Jahren, wenn man es nie angelangt hat, habe ich gesagt, jetzt müssen wir es entsorgen. Die Brockenstube hat Freude gehabt, dass sie auch wieder mal ein paar Gegenstände bekommen hat. Und, wenn es so einen, wie einen inneren Film hast, und so zurückspulst und dorthin gehst, wo du mal irgendwo an einem Billettschalter von der SBB zu Kreuzlingen warst, ja. Und dann plötzlich auf so grossen Bühnen bist. Was läuft da, wenn du so einen Zeitraffer rein tust und sagst, hey, das alles ist mir passiert? Ja, das ist unglaublich. Zuerst was wir am Schalter, eben Billettschalter bin ich gewesen, und du hast natürlich schon angefangen mit den Sprüchen der Leute schon. Ich war auch am Schreiben, oder? Und hat zum Beispiel jemand gefragt, auf welchem Bahnsteig fährt das Schiff nach Meersburg, oder? Und dann sage ich, das fährt nicht auf dem Bahnsteig, das fährt auf dem Platz 2 in Konstanz. Also du hast dich genährt, ja, eigentlich ja. Schon dort von dem, was du genau. Gehört hast. Und dann ähnlich wie beim Emil eigentlich, ja, ja, dann hat sie gesagt, muss ich da unten durch? Ich meinte, sie haben eine Unterführung, aber sie hat keine Unterführung. Ja. Dann sage ich, sie können schon unten durch, aber müssen schauen, dass sie auf der anderen Seite wieder hochkommen, oder? Und das ist, so Zeug ist dann plötzlich, ja, dann auftaucht, plötzlich ist nachher später. Genau. Das heißt, okay. Ein Haufen Sachen sind dann in meinem Programm erschienen, nachher, wo ich mit dem Caroline auf der Bühne gestanden bin. Wann ist die erste Entdeckung, dass du merkst, das kann ich? Das war, als ich mich stellen bei der Rekrutenschule mit 20, oder? Ja, und dann hat der Arzt gesagt, ich soll richtig schnaufen beim Reden. Mhm. Und anscheinend habe ich eingeschnauft beim Reden. Und wenn wir jetzt miteinander so plaudern, dann bin ich ausschnaufen. Und dann habe ich einen ganz guten Kollegen. Das ist dir nicht klar gewesen. Nein, das ist mir überhaupt nicht klar gewesen. Und zwar habe ich immer so geredet, wenn ich gewisse Stresssituationen habe. Das heisst, in der Schule musste man einen Vortrag halten, man hat Hausaufgaben gehabt, man musste vor der Klasse anstehen. Irgendwann habe ich so geredet. Und der Arzt fragt dann auch Zeug und Sachen oder findet etwas raus, wo dann vielleicht nicht ganz hundertprozentig ist. Dann bist du immer im Stress und so. Und dann habe ich immer falsch geschnuffelt. Beim Reden. Mhm. Und dann hat mir ein Kollege gesagt, Urs, der hat auch Urs geheißen, wenn du das kannst, wenn du das machst, so falsch reden, dann kannst du auch Buch reden. Okay. Und er hat ein Büchlein gehabt, wo genau das beschrieben ist. Und dann habe ich mit einem Bodenlumpen vor dem Spiegel angefangen, so Sprechübungen machen. Theoretisch könnten das noch viel mehr Leute. Ja, im Prinzip, ja. Ich sage immer, es gibt Hunderttausende, die Klavier spielen, ja, aber es gibt vielleicht aus denen 5 Konzertpianisten. Also, ja, kommt natürlich auch noch ein bisschen Talent dazu. Und, gut, ich war in der Schule schon ein Klassenkalb eigentlich. Ja, wenn man Skilager ist, habe ich immer den bunten Abend organisiert. Und ich bin also dort schon ein bisschen eher die ersten Fußstapfen schon können. Also du bist nicht so die gibt es ja auch. Die auf die Bühne können und das beherrschen und top sind, und sonst aber eher die ruhigen und stillen sind im Land. Ja, bist du nicht unbedingt? Nicht gesehen. Also ich musste es lernen. Okay. Ich musste es lernen. Ich bin dann einfach gesagt, ich kann nicht den ganzen Tag nur rumjucken und Witz erzählen. Und, das ist einfach, wenn du ins Restaurant gegangen bist, im Hotel. Gut, ich glaube, haben sie noch einen guten Witz und so. Eben, aber das kommt schon, oder? Das kommt schon, ja, ja. Das kommt schon. Aber, ja. Aber mit der Zeit hat man sich dann daran gewöhnt. Und dann habe ich irgendwie so 3-4 Witze im Hinterkopf gehabt. Und dann habe ich immer den gleichen erzählt. Können Sie noch einen Witz erzählen? Ja. Immer so der Mut und Lampenfieber sind so zwei Sachen, wo man so sagt, das musst du haben, wenn du auf die grosse Bühne gehst. Das ist richtig. Das hast du einfach gehabt. Auch nach 50 Jahren, wenn ich auf die Bühne gehe, ja. Oder gegangen bin. Also ich habe jetzt noch 2-3 Sachen, einfach weil Corona-bedingt, habe ich noch erfüllt, einen Vertrag. Und ich bin fast gestorben hinter der Bühne. Und der erste Lacher, der erste Applaus, und dann ist es vorbei. Eben, dann kennst du auch die Situation, dass der Lacher, den man vielleicht erwartet, an einem gewissen Ort nicht kommt. Was machst du? Ja, das hat es auch schon gegeben. Ja. Aber ich war dann so flexibel, dass ich so viele Programme im Kopf hatte, dass ich sofort den Gag gebracht habe, wo ich garantiert war, das ist ein Lacher. Also ich kann ohne weiteres nur ein Schmunzler sein. Und wenn ich dann aber den nächsten Gag gebracht habe, bin ich hundertprozentig, dass das einen riesen Lacher gibt. Und das war meistens so. Wenn du redest, dann kommt mir natürlich, dann kommt die Assoziation sofort, dass man Sachen sieht aus dem Fernsehen, aus der Zeit oder aus von der Bühne. Die Trennung zwischen dir als Privatperson und dieser Figur, die ist ja dann manchmal sehr nahe. Ja, sehr nahe. Also es hat manchmal das Gefühl, dass es fast überschneidet. Ja. Das hat man ja gesehen bei den CD-Produktionen und so, wenn ich einmal im Studio war.
oder im Theater, wo man die CD aufgenommen hat oder das Programm aufgenommen hat und so. Da bin ich so wahnsinnig schnell gewesen. Am Anfang bin ich etwas langsamer gewesen. Ich habe also gemerkt, die erste CD hatte nur 120 Gag, die letzte hatte 180 Gag. Man ist immer etwas schneller geworden. Und das heißt, manchmal hatte ich das Gefühl, es überschneide fast, es geht so schnell. Also der Wechsel, das war natürlich auch eine Routine, die man dann, sich angeeignet hat. 50 Jahre jemanden zum Lachen bringst, das ist wirklich eine Marke, oder? Was hast du das Gefühl in den letzten Jahren, wenn du das beobachtest, was hat sich da verändert, so unsere Wahrnehmung von Humor? Also ich hatte ja viel Humor, so Kindermund. Ich hatte viel Wortspiel. Und Kinder kommen ja immer wieder nach. Es gibt immer wieder neue Kinder. Also dort hat der Humor eigentlich gar nicht gross geändert. Also die Kinder bringen Sprüche und so. Letztens ist ein Bub auf der Straße mir entgegengekommen und sagte, «Grüezi, Herr Klein, wie schön, dass ich Sie mal lebte gesehen, oder?» Er wollte eigentlich sagen, schön, dass ich Sie persönlich es gibt sie. Und schon war wieder ein Gag da von einem Kind, oder? Und ich natürlich schon wieder Notizen gemacht. Eben. Und irgendwann kann man den wieder brauchen. Und ja, also der Humor, habe ich das Gefühl, bei mir, in meiner Art, die ich hatte, hat sich nicht gross geändert. Was macht dich eigentlich sprachlos? Sprachlos? Das hat es auch schon gegeben, wenn irgendjemand aufgerufen hat aus dem Saal raus und so. Vielleicht noch ein bisschen Beleidigung hat es auch schon gegeben. Ja, ja, das hat es auch schon gegeben. Wenn irgendjemand einen Poeten vielleicht nicht so passt hat oder vielleicht ist das im Umfeld von ihm gerade etwas Persönliches gewesen, hat es auch schon gegeben. Und wenn jemand so, du warst in einem Fieber in der Show, du warst wie in Trance gewesen, oder? Und wenn dann jemand irgendetwas aufgerufen hat und so, dann hat es manchmal so eine kleine fast eine Pause gegeben. Dann bin ich manchmal ein paar Sekunden sprachlos gewesen. Weil man eigentlich denkt, dem kommt irgendetwas immer in den Sinn, oder? Manchmal hat man natürlich die Fähigkeit, dass man sich kann improvisieren kann und sagen, das kannst du jetzt überspielen oder gar wieder kontern. Das habe ich auch schon gemacht, natürlich, oder? Das ist ganz klar. Eine Rückfrage oder so. Richtig. Es hat Zeiten gegeben in deinem Leben, wo aber, das bin ich jetzt auch gespannt, wie du mit dem umgegangen bist, wo auch Schweres reingekommen ist, gesundheitlich schwierige Situationen, wo es dir vielleicht nicht immer ums Lachen zumut war. Richtig. Und wo man zum Teil gar nicht so weiss in der Öffentlichkeit. Du hast das auch nie gross ausgebreitet. Ich habe nie die grosse Glocke gehängt. Erst, wo meine Herzoperation angestanden ist. Und das ist passiert eben im Südtirol, wo ich fast einen Erstickungsanfall hatte. Und dann war die Presse dabei. Und dann haben sie natürlich gesagt, Geld dürfen wir etwas schreiben. Dann sage ich, dann können das andere auch noch verpacken. Dann gibt es eine Story und dann ist wieder fertig. Ich möchte nicht einfach, dass die Leute einen Haufen Mitleid haben und so, weil es mir wieder, nachher wieder super gegangen ist. Und auch heute mit 71 Jahren geht es mir hervorragend. Ja, also eben, jetzt, wo ich ein paar Sachen weiss von dir, muss man sagen, das staune ich natürlich schon. Jetzt chronologisch, wenn wir ein bisschen zurückgehen, 2004 ist es. Das war ein Schlaganfall, ja. Zwei Schlaganfälle? In 3 Wochen, ja. Und das ist, hast du dort einen Moment lang Angst gehabt, kommt das wieder? Was auch immer, oder? Den auf jeden Fall. Weil der erste ist in München passiert, oder? Auf der Fußgängerzone. Da habe ich nicht einmal meine Frau kennt. Dann gesagt, wer sind sie überhaupt? Oh. Oder? Ja, das, und, ist das ist so schlimm gewesen. Mhm. Und ich habe keinen Ton mehr geredet und und dann einfach plötzlich gefragt, wo sind wir überhaupt und so. Oder wer sind sie, habe ich zu der Frau gesagt. Ich habe nicht mal die Frau kennt. Und das ist also sehr, also normalerweise, wenn ich das im Nachhinein wieder erzähle, ist es peinlich gewesen. Aber in dem Moment, wo das passiert ist, bist du wehrlos. Oder? Und dort hast du pausiert eine gewisse Zeit, gell? Ein halbes Jahr, jawohl, also eine Zwangspause. Aber für dich war immer klar, ich schaffe das. Ja. Weil ich, mein Schatz hat eigentlich beim zweiten sofort so gut reagiert, dass ich unter einer halben Stunde, also innerhalb 25 Minuten, an den Schläuch gegangen bin. Wie man das so sind entscheidende sagt. Sachen, und das oder? Ist sehr, sehr positiv natürlich auf die ganze Schlaganfall-Sache. Jetzt, wo du sie ansprichst, meine deine Frau Ruth, oder? Hat dann auch selber Schwierigkeiten gehabt, Hautkrebs, Brustkrebs. Also, ihr seid da gerade beide. Habt ihr irgendwo auch, können, auch immer wieder für den anderen da sein? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es hat uns viel mehr zusammengeschweißt, natürlich, oder? Wenn wir dann beide Krebs haben, oder?
Und bei einem Schlaganfall sowieso. Und das war eigentlich gar nicht mehr lustig gewesen. Aber wir haben uns so gut ergänzt. Wir haben uns gegenseitig gestützt. Und beide haben wir gesagt, wir schaffen das wieder. Und es ist auch so rausgekommen. Wir haben dann, ich hatte einfach einen Job, der mir sehr viel Erfüllung gebracht hat, wo ich gesagt habe, Herrgott, nochmal, ich lasse mich jetzt einfach nicht unterkriegen von diesen Schicksalsschlägen. Ein schwieriges Wort. Und gerade mit dem S hatte ich wahnsinnig Probleme. Schon? Nach dem Schlaganfall. Ich okay. habe nicht mehr, das S war weg in meinem ja. Kopf. Also ich musste immer die Frau fragen oder dem Schatz fragen, was ist das? Und sie hat dann umschrieben. Und sie hat dann das richtige Wort gesagt. Das ist unheimlich, oder? Und dann habe ich es wieder gewusst. Wenn dann, ja. Das ist unglaublich. Der Prozess, vor allem wenn du davon lebst, ein gewisses Tempo zu haben und genau. gewisse Schlagfertigkeit. Genau, so haben wir uns natürlich hervorragend können ergänzen und ja. Darf ich noch mal schnell zurückkommen zu dieser Herzgeschichte? Ja, das war ja so, gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass jemand aus deinem Umfeld einen Herzinfarkt hatte. Richtig. Und bei dir hat es so ein bisschen dann geläutet. Es ist eben so, gewesen, ich bin ein paar Monate lang behandelt worden für allergisches Asthma. Und hat drei verschiedene Sprays. Und dann waren wir eingeladen, zum zu einem Schlummerbecher. Und der Mann von dieser Frau ist eben auch kürzlich gestorben. Und in der Küche sind immer noch genau die gleichen drei Sprays gestanden. Und dann habe ich dann gefragt, ist dein Mann oder dein Schatz, an was ist er eigentlich gestorben? Auch an Asthma? Mhm. Und dann sagt er, nein, an einem Herzinfarkt. Und dann hat es bei mir eben geklingelt. Und dann bin ich sofort in eine Kardiologie gegangen und habe dann gefragt, könnt ihr mal mich mal richtig durchchecken? Und dann sind die Alarmglocken geläutet und haben gesagt, Herr Klibi, Sie haben nur noch 10% Herzdurchblutung. Sie das sofort, ist nicht mehr so viel? Nein, das ist nicht mehr so ja. viel. Es war also ein paar Sekunden vor 12 Uhr. Mhm. Freitag Diagnose, am Montag darauf gerade schon auf dem Schrecken gelegen und gerade operiert worden, 5,5 Stunden. Und 4 Bypasses habe ich bekommen. Und seitdem keine Atembeschwerden mehr, kein Asthma mehr. Und das hatte ich ja gar nicht voran. Und heute geht es mir, ich habe so viel, ich kann wieder laufen, ich kann wieder Schmineholz auftragen, ohne dass ich zwischen ihnen absitzen muss. Nein, es geht mir hervorragend. Aber es waren doch Momente, wo es auch anders hätte laufen können. Ja, sicher, auf jeden Fall. Kommt das manchmal in den Sinn? Das kommt manchmal in den Sinn. Also weißt, ohne dass man ständig grübeln muss. Richtig. Also wenn du dann so auf dem Spitalbett liegst und überall hängen die Schläuche und ein paar kommt eine Pflegefachfrau oder ein Pflegefachmann und kommt etwas fragen, ist alles in Ordnung und so. Dann machst du schon Gedanken. Ich könnte eigentlich gar nicht mehr da sein. Oder wenn ich jemanden im Rollstuhl sehe, das kommt mir immer wieder in den Sinn. Ich bin zum Beispiel in einer Reha-Klinik, kann ich nicht auftreten, ein Jahr später, nach den zwei Schlaganfällen. Und dann sehe ich lauter Schlaganfallpatienten. Und dieser Auftritt, der ist mir also wirklich durch den Mach und Bein. Und da habe ich also sagen, ich könnte ja auch da liegen, ich könnte ja auch da sitzen im Rollstuhl. Ich habe einfach ein unheimliches Glück gehabt, dass es bei mir so schnell gegangen ist, dass ich mich so gut wieder erholt habe und alles wieder bewegen kann und alles da ist. Hat das mit dir etwas gemacht, der Auftritt jetzt speziell? Ja, ist der also, anders gewesen? Der ist anders gewesen. Der ist total anders gewesen. Ich habe mich konzentrieren, wenn ich die Leute angeschaut habe, die dann gelacht haben. Und manchmal habe ich nur gesehen, dass ein Rollstuhl nur vibriert hat, weil er eben gelacht hat. Aber man hat nichts gesehen im Gesicht. Und so. Also das ist einer von den Nicht das Schlimmste, aber mit den eindrücklichsten Auftritten. Also die gesundheitlichen Geschichten sind wirklich sind doch ein paar. Und dann hat sie auch, glaube 1999 oder so, etwas steht mit einer Kreuzfahrt, haben wir ja mal so eine rechte Turbulenz erlebt. Richtig, oder? Wir sind in einen Hurrikan gekommen. Also, ich meine, ist auch nicht gerade Schiff. Wir haben 33 Schwerverletzte auf dem Schiff und einen Toten. Das war mitten auf dem Atlantik und ich habe dann in einer Fernsehnachrichtensendung gesehen, eine Animation gemacht vom Schiff, also 3-4 Grad mehr und das Schiff wäre gekippt. MS Europa. Ja. MS Europa gewesen. Und wir sind zum Bett ausgeschleudert worden und Fernseher sind einfach nur durch die Kabine durchgeflogen und
der Spiessaal hat ausgesehen, wie es gerade das Erdbeben war in der Türkei, hat ähnliche Bilder gehabt auf dem Schiff. Und es ist einfach verheerend gewesen, was alles für eine Wucht hatte, das Meer. Eine 22 Meter hohe Welle ist das als Schiff angetatscht. 22 Meter, das ja, ist ja... Das ist riesig, das ist eine riesige Welle. Ein grosses Haus. Und dann hast du natürlich bist auf dem Bett gelegen. Es hat einfach geheißen, alle Passagiere sofort in die Kabine und bitte ganz flach liegen. Aber da ist nicht lange flach gelegen. Da bist du einfach plötzlich am Boden gelegen. Oder bei der Kabine vorne an der Scheibe bist gelegen. Und alles hat dir wehtun. Aber es ist zum Glück gut rausgekommen, kann man sagen. Die Konfrontation eben hier und da gell, mit der Endlichkeit. Ich meine, wir alle sind endlich. Oder? Ja, die einen werden an genauso Punkten mit dem konfrontiert. Hat das bei dir irgendetwas verändert in der Lebenseinstellung? Ja, man ist einfach ein bisschen dankbarer geworden, wenn alles mit der richtigen Schiene läuft. Also, eben so Schlaganfälle kann man immer sagen, es kommt wieder zurück. Und so. Das verändert natürlich schon die ganze Situation ein bisschen. Ich habe einfach das Gefühl, ja, denke immer, wenn ich auf der Autobahn fahre oder so, dann fährst du mit 120 auf der Autobahn. Wenn du wieder einen Schlaganfall hast, was passiert denn? Du hast vielleicht noch eine Frau neben dir, oder, die du liebst, und sie kommt dann nachher auch irgendwie vielleicht ums Leben oder wird schwer verletzt. Und so. Da habe ich manchmal Gedanken gemacht. Also es kommt einfach in den Sinn? So genau, das kommt man manchmal in den Sinn. Dann. Ja. Und wenn ich dann, in Deutschland kann man zum Beispiel viel mehr fahren als 120. Und wenn ich dann plötzlich mal 160, 170 habe, sage ich, oh nein, bitte lieber ein bisschen reduzieren. Ich fahre lieber so schnell wie in der Schweiz. Einfach vom Alter her ist man einfach nicht mehr so gewöhnt. Und so das Gefühl, jetzt muss man schon ein bisschen Gas geben. Und so. Man wird immer ein bisschen, man macht einen Gang oder zwei Gänge, schaltet man zurück. Das ist interessant, das ist eine Seite von dir, die man nicht so kennt. Dass du dir so Gedanken machst, muss man ja auch nicht, wenn man dich auf der Bühne sieht als Künstler. Oder? Also wenn du auf der Bühne bist, kannst du alles rundum vergessen. Ja. Also da kann passieren, was will. Wenn ich auf der Bühne bin, habe ich 100%. Der Veranstalter verlangt dir das, das Publikum verlangt das. Das Publikum interessiert nicht, was du für Schicksalsschläge. Jetzt habe ich schon wieder das wieder, mit dem Essen und so. Das ist immer ein Problem. Und das interessiert das Publikum nicht, was du. Die wollen lachen, die wollen fröhlich sein, die wollen Stimmung haben. Und wenn mir das klingt, dann bin ich natürlich auch total happy nachher. Wenn du überlegst, wie viele Leute das Freudemoment geschenkt hast, das ist ja unglaublich. Auch nicht so viele Leute wissen, dass der Glaube an Gott dir etwas gibt. Ja, auf jeden Fall. Über das hast du nicht so viel geredet in deinem Leben? Nein. Also ich bin streng katholisch erzogen worden. Und wir haben Gottesdienst besucht, das war selbstverständlich. Und so. Ich durfte nicht einmal den Messmer ablösen in den Ferien, etwa 16 Wochen lang. Und, ich war noch Ministrant und Lektor. Ich bin dann aufgestiegen zum Lektor, das heisst also die Moderation der Heiligen Messe. Genau. Und ich hatte trotzdem so einen Fanclub. Also, da hatte es lauter ältere Leute gehabt, die immer am Samstagnachmittag am Pfarramt gefragt haben, wenn der Ursli, da bin ich 12, 13, dort vorbeten in der Heiligen Messe. Oder? Und dann hat der Pfarrer gesagt, ja, der ist am 8:30 dran, im Hochamt, oder ist am 10 dran, oder am 10:45, oder am Samstagabend. Dann sage ich, das ist in Ordnung. Dann hatte ich immer 3-4 Bänke vorne mit lauter älteren Damen und Herren. Und dann hat der Pfarrer natürlich mal gefragt, warum, dass sie denn immer anrufen. Wissen Sie, der Ursli, den verstehen wir am besten. Der hat das Mikrofon immer gut einstellen und da braucht man kein Hörgerät und so. Und also, ich habe immer einen Fanclub gehabt, bei jeder Heiligen Messe, die ich vorbeten durfte, hatte ich. Der Ursli als Zugpferd in der Kirche. Genau. Das ist schon noch also, und dann hatte ich natürlich meine Bühnenpräsenz gehabt und da konnte ich schon ein bisschen Erfahrungen sammeln. So viele Leute aus dem Showbereich, die so Ministranten waren oder irgendwie mit dem, es scheint irgendwo ein bisschen ein Sprungbrett zu sein. Ja, ich glaube auch. Und dann hast du aber etwas gemacht, wo fast verboten war. Wenn du dich dann noch verliebst in eine reformierte Frau. Ah ja, gut. Ja. Hast du da nicht richtig Ärger bekommen? Also ich hatte Verwandte, die dann gesagt haben, meinst, was sagt doch der Herrgott dazu, wenn du eine reformierte Frau heiratest? Hat das jemand so gefragt? Dann sage ich, wenn ich dann einmal da oben bin.
Ja. Tue ich denn das mit dem Herrgott schon persönlich regeln. Also, da man... Aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass er ein Problem hat? Nein, er hatte gar kein Problem gehabt bis jetzt. Also, wir sind jetzt 44,5 Jahre geheiratet und wir haben nie ein Problem gehabt wegen dem Glauben. Wir gehen mal in einen reformierten Gottesdienst bei ihr und sie kommt auch gerne mal zu einer heiligen Messe bei der katholischen. Katholischen Gottesdienst. Also, da haben wir nie eine Diskussion gehabt. Der Sohn, den wir haben, ist so erzogen worden wie die Frau, also evangelisch. Und ja, wir haben nie ein ungerades Wort gehabt. Gelebt die Ökumene? Ja, im genau. Haus wir haben auch ökumenisch geheiratet. Also, wir haben sogar zwei Pfarrer gehabt, einen katholischen und einen reformierten bei der Hochzeit. Und alle haben Freude gehabt und auch die Pfarrer haben Freude gehabt. Und für uns hat es einfach so gestimmt und wir haben eben gesagt, nie ein ungerades Wort gehabt wegen dem Glauben. Schön. Dort, wo du so richtig in einer Situation warst, wo du umgeben bist von Schläuchen und man nicht genau weiss, wo das endet. Hast du dort Gott erlebt, so ja, ein bisschen, dass also, er da ich ist? Ich habe immer gesagt, jetzt, warum schon wieder? Also, jetzt hast du einen Schlaganfall gehabt, bist im Bett hineingelegen, ein lauter Schläuch und sag ich, warum ich, oder? Hast du manchmal das Gebet in den Himmel geschickt? Hast du Antwort bekommen? Eigentlich eben nicht. Aber die Antwort ist vielleicht, dass ich so gut wieder mich erholt habe. Habe ich das Gefühl gehabt, mal. Ich glaube, es hat gleich einen Herrgott gehabt, der mir ein bisschen geholfen hat. 1981, gell, bist du beim Papst gewesen? Ja. Was, in Rom. Was hat dir das bedeutet? Das ist... Also für die einen ist, das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Ich war eigentlich engagiert bei der Schweizer Garde für das 475-jährige Jubiläum. Ja. Und dann hat dann der Oberste von der Schweizer Garde gesagt, ja, yeah, unser Papst hat doch so Freude. Er ist auch ein Showman, wenn er irgendwie einmal in einem fremden Land auf Besuch ist. Dann ist das auch wieder, wird er auch wie ein Popstar begrüßt und so. Der hat sicher Freude, wenn wir noch ein kleines Psychli machen. Und dann hat man natürlich schon gemeint, es sei eine Privataudienz. Das war es aber nicht ganz. Wir hatten einfach 6'000 Leute in dieser Audienzhalle. Okay. Ja. Und dann, wo die Leute sich verabschiedet haben vom Papst und sind rausgegangen, sind einfach noch 20 Leute stehen geblieben in einer Loge. Und dann ist der Papst so vorbeigekommen und hat jeder etwa 5 Minuten begrüßt. Und hat eine riesen Freude gehabt mit Caroline. Auch die Bilder, die ich nachher hatte, dürfen wir von Rom heimnehmen. Zeigen, dass er eine riesige Freude hatte. Und er hat dann schon gefragt, was ich mache. Welcher Papst ist das jetzt? Johannes Paul II. Ja. Ja. Karl Lloyd. Ja. Und genau. Und wir haben uns bestens verstanden und er hat, und ich habe Freude gehabt. Reden wir noch über Ängste und Hoffnungen, die du so hast. Das würde mich noch interessieren. Gibt es irgendeine Angst, wo du aber gleich klarkommst, aber du machst dir doch Gedanken? Ja, also die Ängste sind schon, eben, dass eben ein Krebs wieder retourkommt, dass ein Schlaganfall wieder zurückkommt. Und oder dass man wieder ein Herzproblem hat, das kann ja alles wieder passieren. Da habe ich schon, ein bisschen Angst, dass da etwas irgendwann wieder mal kommt. Aber ich bin einfach zuversichtlich und sage, voilà, jetzt müssen wir das Leben noch ein bisschen geniessen. Ich habe ja jetzt die Karriere beendet nach 50 Jahren. Das ist definitiv. Das ist definitiv. Und was hast du für Hoffnungen? Das ist, also ich hoffe schon, dass es endlich mal ein bisschen ruhiger wird auf dieser ganzen Welt. Nicht bloß bei mir daheim oder in der Nachbarschaft oder in der Stadt oder in der Schweiz. Oder einfach generell, dass wir ein bisschen wieder normal leben können. Das wünsche ich dir extrem. Und danke vielmals für die Zeit. Dass du einen Moment lang wirklich so die unglaublichen Zeiten wieder aufleben lassen hast. Sicher für ganz viele Leute. Merci vielmals. Alles Gute. Danke. Danke dir. Wir dann am Montagabend um 8 Uhr auf Radio Live Channel. Ja, und bei unserem Preis gibt es etwas zu gewinnen. Auch wenn es nicht mehr mit dem Klibi ist, wo es etwas zu lachen gibt. Wir verlosen 5x2 Tickets für eine Show, wo im Zelt, das Zelt stattfindet, im grössten Schweizer Tourneetheater. Sie können dann dort eine Veranstaltung aussuchen und wenn Sie dabei sind, dann schreiben Sie uns bis am nächsten Donnerstag. Gesponsert wird die ganze Geschichte von «Das Zelt». Merci, dass Sie dabei gewesen sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde präsentiert von Zurbuchen AG Amlikon, Ihr Spezialist für Büro- und Objekteinrichtung. Zurbuchen.com